Hallo und herzlich willkommen auf unserem Gemüsebalkon. Was ist denn das, da, was ihr hier seht? Das sind Blatthornkäferlarven. Konkreter sind es genau Rosenkäfer. Und die Rosenkäfer sind eine von verschiedenen Arten des Blatthornkäfers. Es gibt den Maikäfer, es gibt den Nunikäfer und andere. Und jedes Jahr aufs Neue, besonders im Frühjahr und im Herbst, wenn man so die alte Erde aus den Töpfen wieder herausholt, dann tauchen die Fragen in den Foren auf. Ich habe diese Engerlinge entdeckt, was kann ich tun, wie werde ich sie los? Und tatsächlich ist es eigentlich so, dass diese Engerlinge, insbesondere vom Rosenkäfer, gar nicht so schädlich sind. Der Rosenkäfer ist sogar ein Nützling, insbesondere diese kleinen Engerlinge. Der Rosenkäfer selber steht unter Naturschutz und der Engerling frisst nur morsches Holz, alte Fasern, abgestorbene Pflanzenteile und ist so gesehen eher ein sehr nützlicher Bestandteil des ganzen Kreislaufs und für euch auch hilfreich. Beim Maikäfer stellt es sich etwas anders dar, denn Maikäfer-Engerlinge, die fressen tatsächlich auch normale Wurzeln. Am Ende sind es trotzdem Lebewesen, ihr solltet sie einfach irgendwo anders hinsetzen und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ihr sie im Topf habt, versucht sie irgendwo schon zu entfernen. Wie unterscheiden sich jetzt aber diese Larven? Warum sage ich denn das jetzt hier Rosenkäfer? Nun, das liegt daran, dass die hier so kleine Stummelbeinchen haben. Die sind beim Maikäfer, bei den Maikäferengerlingen deutlich länger. Also die Beine sind das erste Unterscheidungsmerkmal. Das zweite ist, dass der Kopf hier etwas dünner ist als das Hinterteil, und das ist das zweite Merkmal, bei den Maikäfern ist das eigentlich eine durchgängig gleichmäßige Wurst. Hier ist es halt eben vorne, verjüngt sich dann der ganze Larve. Und das dritte, und das seht ihr hier, ist eigentlich das wichtigste und sicherste Merkmal. Wenn man diese Larven mal hinlegt, dann drehen sie sich, also die Rosenkäferlarven, drehen sich dann auf den Rücken und kriechen auf dem Rücken weg. Ist etwas seltsam, aber sie haben halt nur so kleine Beinchen und deswegen machen sie es vielleicht auf dem Rücken. Bei den Maikäfern ist es dann wiederum so, die drehen sich auf die Seite und bleiben einfach liegen. Ja, das ist so ein sicherer Test, um das zu unterscheiden. Ich hoffe, ich konnte hier jetzt mal so ein bisschen beitragen, um diese Diskussion auch aufzulösen. Sind diese Engerlinge jetzt eigentlich schädlich und wie kann man sie dann unterscheiden? Sie haben, glaube ich, mehr Angst vor mir als ich vor ihnen. Dementsprechend, wenn ihr sie findet, setzt sie irgendwo raus. Wenn ihr eine Art Kompost oder sowas habt, setzt sie da rein, da fühlen sie sich auch wohl, da helfen sie dann auch im Prozess und dann schützt diese kleinen Tierchen. Sie tun euch nichts, sie tun auch den Pflanzen nichts und von daher, ja, helft ihnen ein wenig. Wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert gerne, wenn euch irgendwas gefehlt hat, natürlich auch. Ansonsten freue ich mich über jeden Like und ich freue mich natürlich auch über jedes Abo des Kanals und wenn ihr mal auf der Seite www.gemüse-balkon.de vorbeischaut, genauso.